Moin, liebe Freunde der Strategie. Ich hoffe, das ist nicht zu laut. Und willkommen zu einem neuen Projekt aus dem Hause Viper. Erstmal frohes neues Jahr natürlich noch. Ne? Und ja, wir spielen einen echten Klassiker, nämlich Colonization aus dem Jahre 94. Und wir spielen in der neuen Welt. Leider muss ich dazu sagen, ich habe gestern versucht, das Spiel schon mal aufzunehmen. Leider muss ich die Aufnahme verwerfen, weil da ordentlich was weggeschnitten war vom Bild. Ich hoffe, die Musik ist echt nicht so laut. Wir spielen auf Seefahrer. Und, also ich habe gestern versucht, das aufzunehmen, musste ich leider verwerfen, weil es abgeschnitten war. Wir spielen aber diesmal mit Holland, nicht mit England. Und das Bild, das ich habe, ist leider verdammt klein. Also seht es mir nach, wenn ich nicht alles sehen kann. Und wir heißen Michel, die Reiter, Rüter, wie auch immer. Egal, wir legen los. Ich hoffe echt, die Musik ist nicht zu laut. Die protestantischen holländischen Provinzen wurden im Zeitalter der Expansion von katholischen Spanien unabhängig. Als Fischer und Kaufleute unterhielten die holländischen Niederlande Flotten in der Nord- und Ostsee. Nach der Unabhängigkeit im früheren 17. Jahrhundert konnte diese winzige Nation ihre ideale Lage zur Ausweitung ihres Überseehandels auf lukrative neue Märkte im fernen Osten und in der neuen Welt nutzen. Anders als ihre Rivalen und zeitweisen Gegnern, die Spanier, Franzosen und Engländer, wurden die Holländer von ihrer Kaufmannsklasse regiert. Daher waren sämtliche Aspekte ihrer Staats-, Militär- und Wirtschaftspolitik auf Handelsinteressen ausgerichtet. Ihre Strategie erwies sich als erfolgreich. Die holländische Wirtschaft und ihre Handelsflotte expandierten so rasch, dass die anderen europäischen Mächte sich zu drastischen Maßnahmen gezwungen sahen, um ihre eigenen Unternehmungen zu verteidigen. Holland. Um die Stärke der holländischen Wirtschaft und ihre Erfolge bei Handel und Bankgeschäften zu repräsentieren, erhält der Holland-Spieler einen Bonus, wenn er mit Amsterdam handelt. Die Rohstoffpreise in Amsterdam fallen nicht so rasch wie die anderen europäischen Häfen und erholen sich schneller. Na, das ist doch schön. Im Jahr des Herrn 1492. Eine Audienz mit dem Statthalter zur größeren Ehre von Holland erklären wir euch zum Vizekönig der neuen Welt. Geht hin und erforscht dieses neue Land, besiedelt es und findet euch und bringt euch selbst und unsere Nation Reichtum und Ruhm ein. Ja, dann wollen wir mal. Das Bild ist für mich, wie gesagt, sehr, sehr klein. Im Jahr des Herrn 1492 nach Christus. Sollte ich vielleicht noch dazu sagen. Alter, die Musik ist so brüllend laut, ne? Verließ eine von großen Seefahrer Michel de Ruyter, furchtbarer Name, geleitete Expedition Amsterdam und brach zu einer Entdeckungsreise auf. Ich glaube, ich versuche gleich wirklich mal die Musik ein bisschen leiser zu machen, die ist mir echt zu laut. Im Auftrag und mit dem Segen von Holland. Erforschten die mutigen Männer die Weltmeere. Fanden Länder, die bisher auf keiner Karte verzeichnet waren. Also es dauert ein bisschen, es hängt ein bisschen hinterher. Also Ziffer 1 war viel zu schnell und Colonization ist viel zu langsam. Und gründeten Kolonien, um den Ruhm von Holland zu vergrößern. Ja, wie gesagt, ein bisschen bin ich schon im Spiel drin, aber nur ein bisschen. Eine kleine Flotte mit Pionieren und Soldaten an Bord. Deswegen, also es kann immer noch sein, dass wir es durchaus verkacken werden, das weiß ich nicht. Aber wir versuchen zumindest mal. Setzte die Segel, um ein neues Leben, einen neuen Anfang, eine neue Welt zu finden. Mit einer Musik, die viel zu laut ist. Und jetzt ist sie viel zu ruhig. Man kann es ja aber auch nie recht machen. Nee, stimmt. Wer wusste schon, welche Wundergefahren, Reichtümer und Möglichkeiten sie erwarteten? Ja, eigentlich wollte ich das, wie gesagt, per Loilo aufnehmen mit Order City. Hat leider nicht so ganz geklappt, wie ich es mir erhofft habe, deswegen jetzt mit OBS. Ist halt so, ist blöd gelaufen, kann ich nicht ändern, leider. Naja, gut. Jetzt müssen wir ein bisschen warten, das ist aber normal bei dem Spiel. Tatsächlich, das hatte ich nämlich gestern schon mal. Und dann hoffe ich mal, dass wir diesen Fortschritt dann auch tatsächlich mal behalten können, dass ich dann auch mal ein bisschen Vorrat wieder aufbauen kann. Chaos auf Deponia endet nämlich bald.
Dann hätte ich doch ganz gerne ein bisschen mehr Vorrat. Ich habe nämlich noch ein bisschen mehr auf dem Zettel. Ja, ich hatte heute auch tatsächlich noch ordentlich was zu tun. Vorhin habe ich noch von einem Kollegen Livestream gesehen und jetzt nehme ich mit euch zusammen Colonization auf, das Klassische. Das ist so ein guter Anfang. Und jetzt stellt sich heraus, das Spiel ist abgestürzt. Nee, das wäre es jetzt gewesen, echt. Erstmal, ja, Spiel ist abgestürzt, ne? Holländisches Handelsschiff aus, ja, Amsterdam. Soundoption. Hintergrund. Ach, ich kann ihn nur an- und ausmachen, oder was? Alter, die ist sowas von laut. Du kannst sie nicht mal leiser machen. Boah. Ernsthaft? Du darfst die Musik echt nicht leiser stellen. Ja, pling. Nehmen wir einfach mal die. Gut, wir haben also ein Schiff mit zwei Kolonisten an Bord. Einmal einen erfahrenen Soldaten und einmal einen Pionier. Wir fangen gleich an, keine Sorge. So, und unser Schiff nimmt Kurs. Und zwar diesmal schräg nach unten. Beim letzten Mal, was ihr leider nicht zu Gesicht bekommen werdet. Leider. Bin ich nämlich geradewegs gefahren und hier haben wir schon Land. So schnell kann es gehen. Die Entdeckung der neuen Welt, ja. Land in Sicht! Land Ahoi! Wie wollen wir dieses neue Land nennen, Eure Exzellenz? Neuholland natürlich. Ist doch ganz klar. An Land gehen. An Land! Und da treffen wir schon die ersten Ureinwohner. Frage ist, ist das denn jetzt direkt? Das ist Neuholland jetzt direkt, okay. Eine Hauptstadt auch noch. Oh weia. Na supi. Da kann ja noch richtig lustig werden hier, wa? Oh Scheiße. Ja, da habe ich mir ja gleich das Richtige angelacht, wa? Treffen mit den Ureinwohnern. Der Arawakaner-Stamm heißt euch willkommen. Wir sind eine ruhmreiche Nation von 11 Dörfern. Um unsere Freundschaft zu besiegeln, bieten wir euch das Land, das ihr besetzt habt. Als Geschenk an. Nehmt ihr unser Angebot an und wollt ihr mit uns in Frieden und als unsere Brüder leben? Natürlich wollen wir das. Die Arawakaner begrüßen den Frieden mit unseren Brüdern, den Holländern. Lasst uns eine Friedenspfeife rauchen, um unsere ewige Freundschaft zu besiegeln. Aber bitte nur den Inhalt der Friedenspfeife, nicht die Pfeife selber, so wie gewisse Gallier. Ne? Wir hoffen, dass ihr bald die Dörfer der Arawakaner besuchen und unser Wissen mit uns teilen und eure Wagenzüge schicken werdet, um mit uns Handel zu treiben. Ja. Da haben die sich einfach mal direkt die Hauptstadt da vor die Nase gesetzt, so Mensch. Oh, Entschuldigung. Ich kann es leider nicht rausschneiden, weil OBS. Sorry. Oh. Ausgerechnet jetzt, ne? Die ganze Zeit gehabt und jetzt ausgerechnet geht's los. Oh, sag mal. Aufbau einer Kolonie, ja. So sieht es aus. Super. Echt klasse. Oh. Was? Ja, fängt ihr gleich super an. Moment, dann werden wir gleich mal neu anfangen. Das ist scheiße. So sollte es nicht kommen. Halt! Och Mann.
Wir fangen nochmal neu an, Freunde. Das ist scheiße. Wenn wir den gleich direkt ins Gehege kriegen, das ist ja... das ist blöd. Adam Smith. Oh. Wir fangen nochmal neu an. Wo ist das denn jetzt? Kann ich nicht mal direkt ins Hauptmenü? Oh. Uff. Ja, supi. Spieloption. Machen wir das so. Ruhestand. Ja, wir sind schlecht, ich weiß. Bla, bla. Toll. So wollte ich das jetzt nicht. Ja, Freunde, seid ihr jetzt live dabei? Könnt ihr das jetzt live sehen, wie das hier läuft? Ja, ist echt blöd. Es war ein beschissener Anfang, gebe ich zu. Kann nur besser werden. So, wir nehmen trotzdem die Holländer. Was kann ich denn auch... Wir nennen uns jetzt mal anders. Das ist doch zum Kotzen hier. Wie nennen wir uns denn? Nee. Nee. Nehmen wir uns einfach mal Van der Degen. Einfach mal so. Just for fun. Das habe ich schon gelesen. Ich lese das jetzt nicht nochmal. Das habe ich auch schon gelesen. Tut mir leid, dass ihr das jetzt zweimal zu Gesicht bekommt. Das können wir jetzt auch leider nicht überspringen. Ist ein bisschen blöd gelaufen. Aber gleich direkt die Hauptstadt vor der Nase. Ist ja auch scheiße. Entdeckst ein schönes Fleckchen Land, denkst du so, ja geil, kann ich mich niederlassen. Ja, denkst du, das setzt die Hauptstadt vom Gegner. Toll. Super. So muss man anfangen. Gleich erstmal direkt in die Scheiße rein. Super. Das krieg auch nur ich hin, irgendwie. Und sonst so, wie geht's euch so? Oh Mann, ey. Also gestern hätte ich bei der Musik mitmachen können. Jetzt, die nervt mich jetzt schon. Musik, die geht mir so auf den Sack. Ehrlich. Oh, ich glaube, ich werde die echt gleich ausmachen. Ganz ehrlich. Oh, die nervt einfach nur, die Musik. Ich meine, klar, für damalige Zeit natürlich super, aber irgendwie nervt die mich einfach nur, die Musik. Weiß ich nicht. Na, ist ja auch egal. Wir gucken mal, wie es sich entwickelt. Ja, und fangen wir auf jeden Fall schon mal alles andere als toll. Der erste Anfang. Ich werde jetzt auch gleich direkt speichern erstmal, damit das nicht nochmal passiert. Brauche ich beim nächsten Mal nämlich nur laden. Und dann noch diese Nieser dazwischen. Komisch, die ganze Zeit muss ich nicht niesen. Kaum will ich aufnehmen, geht's schon wieder los. Merkwürdig ist es doch. Let's Player-Krankheit. Ich merke das schon. Nein, Corona ist es nicht. Alles gut. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gerutscht. Gesund vor allen Dingen, ne? Also, kein Blödsinn gemacht oder irgendwie krank geworden oder sowas. Das muss ja nicht sein. Ja, ich trinke übrigens eine Tasse Kaffee am Abend. Gegen 22.14 Uhr. Ja, an einem Samstag nehme ich das Spiel auf. Den 2. Januar. Ja. Ist ja meine inzwischen leider zweite Aufnahme dieses Jahres. Da ja die erste leider direkt für die Tonne war. Sehr schön, super. So muss ein Let's Player ja beginnen, indem das erste, die erste Aufnahme einfach mal live für die Tonne ist. So, jetzt aber richtig, bitte. Haben wir hier direkt schon Land? Bitte sag mir nicht, dass das schon wieder... bitte nicht schon wieder... Wirklich, bitte, bitte, lass das bitte mal ein Land für mich sein. Oh. Ich erinnere mich gerade wieder richtig, warum ich dieses Spiel gemieden habe.
Weil du siehst ein tolles Land, du willst dich da niederlassen, zack, sitzt der Ureinwohner da. Oh, toll. Echt. Und laden. Geht gleich gut los. Jetzt weiß ich auch wieder, warum ich Colonization nicht so gerne gespielt habe. Jetzt weiß ich es wieder. Also das Neuere damals. Weil ich wollte einfach nie die Ureinwohner auslöschen, weil ich finde sowas einfach asozial. Muss ich wirklich sagen. Und ja, ich weiß, historisch gesehen haben sie es damals gemacht. Achso, ich muss ja drücken. Ich weiß, historisch gesehen haben sie es damals auch so gemacht, weiß ich. Ich möchte es aber nicht so machen. Ich würde gerne friedlich mit den Ureinwohnern leben. Das ist aber nur schwer möglich. Leider. Weil die wirklich so viele Ländereien besetzen. Entdeckung der neuen Welt. Ja, nennen wir Neu-Holland. Bestes Holz. Mhm. Regenwald. Och, Mann. Das ist doch zum Kotzen. Ey, die sind überall. Das ist doch scheiße. So, Spielladen. Entschuldigung, muss leider sein. Muss leider sein. Weil ich brauche ein Fleckchen Land, wo ich mich erstmal in Ruhe aufbauen kann. Es kann doch nicht sein, dass er hier gleich überall sitzt. Ist doch scheiße. Sollst du da in Ruhe kolonisieren können? Huch. Das wollte ich jetzt nicht. Ja, fängt richtig gut an, dieses Let's Play. Muss ich wirklich sagen. Wirklich wahnsinnig gut. So, wir haben Land gefunden. Jetzt das dritte Mal. Ich hoffe, dass wir dann auch gleich wirklich mal in den Genuss kommen, mal ein Land zu besiedeln, wo wir nicht... Okay, das ist ein Krieger. Das ist okay. Krieger ist okay. 18 Dörfer. Oh, Alter. Ja, ja, bla, bla, bla. Ich hoffe wirklich, dass ich hier mal in Ruhe aufbauen kann. Ohne, dass er mir dazwischen funkt. Und da kommt der Franzose schon. Super. Irgendwas ist immer. Aufbau einer Kolonie, ja. Achso. Nee, ne? Ich kann wieder laden. Oh, Alter, das macht doch keinen Spaß so. Das ist doch scheiße, ganz ehrlich. Überall sind die. Was soll das? Mann, ich werde jetzt schon sauer. Ich habe doch nicht mal richtig angefangen. Werde ich schon sauer. Super, echt klasse. Oh, Mann. Klasse, echt. Darf sich nicht mal in Ruhe irgendwo aufbauen. Überall sitzen die Ureinwohner. Furchtbar. Vor allem, du darfst dich mal bestimmen. Willst du das überhaupt benennen? Nö, es wird einfach direkt so benannt. Interessiert keinen. Ja, das habe ich mir gedacht. Da sitzt nämlich gleich direkt eine Siedlung. Sehr schön. Echt klasse. Ich sehe leider gerade sehr wenig. Sind das jetzt Dörfer oder was ist das jetzt? Hügellandschaft. Bitte lass mich diese Resthoffnung haben, dass wir hier wenigstens mal ein freies Gebiet für uns haben. Das wäre wirklich mal sehr schön. Berge. Neu-Holland. Das scheint ein freies Gebiet zu sein. Ich sehe jedenfalls kein Dorf oder sowas in der Nähe. Mann, lass sie doch aussteigen, Mensch. So, Steuerung ist auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, muss ich wirklich sagen. Ein Lager. Ja, das ist okay. Das kann ruhig da sein in der Nähe.
In der Entfernung ist das okay, weil die Städte hier haben tatsächlich nur ein Feld statt zwei. Wie sonst immer. Wir treffen die Ureinwohner. Die Apachen, 14 Lager haben sie. Ja, natürlich. Also ich lese den Text jetzt nicht nochmal vor, weil ich habe den jetzt einmal gelesen. Das ist ja eigentlich fast immer derselbe Text. Für Mendel ist auf 11 gestiegen. Mhm. Ich hoffe jetzt einfach nur, dass hier kein Dorf oder sowas in der Nähe ist. Kein Lager. Aber sonst verzweifle ich langsam wirklich. Aber es kann doch nicht sein, dass hier wirklich sämtliche Ländereien gleich direkt bedeckt sind von den Ureinwohnern. Dass du wirklich gezwungen bist, die direkt irgendwie auszuradieren, nur damit du ein bisschen freie Fläche hast. Kann doch nicht angehen. Ich werde übrigens gleich den Part beenden. Ein sehr failreicher Part, muss ich tatsächlich sagen. Oh. Flachland. Wir kriegen ordentlich Nahrung rein, wie ich sehe. Das ist doch schon mal Weltklasse. Produziert 3 Nahrung und 2 Felle. Okay. Ja, das ist doch superb. Das ist doch superb. Sehr schön. Und wir haben 2x Hügellandschaft. Was kann man denn da abbauen? Farmer, Erzarbeiter. Erzvorkommen plus 2. Mhm. Ah ja, okay. Na gut. Immerhin, dann haben wir schon mal einen kleinen Anfang gesetzt. Und Freunde, ich werde jetzt an dieser Stelle tatsächlich den Part beenden. Bedanke mich bei euch, dass ihr dabei gewesen seid. Hoffe, es hat euch trotz der Strapazen irgendwie gefallen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder von Colonization Classics, sage ich jetzt einfach mal. Und ich würde sagen, euer Lars sagt ciao, auf bald, bis bald und tschüss. Und vor allen Dingen, bleibt mir gewogen und bleibt gesund und ich mache schnell den Handelsberater. Bis dann, ciao, ciao.